Lange Rede kurz. Wir beginnen mit dem großen Podstock-Quiz vom Podstock 2019 und begrüßen als erstes den Host, Philipp. Wunderschönen guten Abend, liebe Hörenden da draußen an den Geräten, liebe Hörenden hier vor Ort am Podstock 2019. Etwas Fantastisches, was die Leute zu Hause jetzt nicht zu sehen ist. Ich blicke in die Augen, in die Herzen von vielen Podcastern aus Deutschland und der ganzen Welt. Und es gibt auch viele, viele Kandidaten, die jetzt schon vor der Bühne mit den Hufen scharren. Und deswegen würde ich einfach bitten... Oh, es scharrt schon, ich höre scharren. Würde ich bitten, das Schönste an einem Quiz sind nämlich die Kandidaten. Wir haben hier drei Teams. Kommt alle auf die Bühne hoch. Das kann ein bisschen dauern. Aber ich würde euch bitten, kommt alle hoch. Denn hier kommt jetzt eine große Menge an Podcasts in Persona, repräsentiert durch 9 Leute. Wunderbar. Jeweils der Teamkapitän, bitten Sie, die Teamkapitänin darf sich bitte jeweils setzen. Das, die Tastatur könnt ihr gerne wegtun. Und wie wir sehen, sind sich Podcaster wahnsinnig schnell einig, sind koordiniert, flexibel im Kopf. Sehr gut, sehr gut. Okay, wir haben ganz, ganz wundervolle Kategorien, die ich von hier vorne natürlich mit meinen Lösungen auch sehen kann. Geh ein bisschen rüber. Ne? So. Wenn man mich nicht mehr... Ah, jetzt hört man mich wieder. Sehr schön. Ich würde sagen, wir haben hier 5 Kategorien. Jeweils mit den Punkten von 100 bis 1000. Und nach der Hälfte der Fragen, wenn die beantwortet ist, verdoppeln wir die Punktzahl. Und es gibt 5 Kategorien. Kategorie 1 gibt's doch gar nicht. Kategorie 2 dies und das. Kategorie 3 Audiotechnik. Kategorie 4 Remix und Kategorie 5 Podcasterinnen. Und ich würde sagen, weil wir einen Gast haben, der unglaublich weit gereist ist, darf er als erstes sich aussuchen, welche Kategorie mit welcher Punktzahl wir spielen. Travis, mit welcher Punktezahl sollen wir anfangen? 1000. Welche Kategorie? Gibt's gar nicht. Okay. So. Setz doch mal bitte eure Headsets auf. Jetzt sehe ich es ja keine Headsets auf. Ah, man könnte meinen, Podcaster könnten podcasten. Ah. Okay. Die Frage gilt. Welche der folgenden Podcasts gibt es nicht? Ihr habt 3 Möglichkeiten. Nummer 1, Zwiebelfunk. Zwiebel sollt ihr heißen. Option 2, Lapskaus. Ein Königreich für eine Gurke. Möglichkeit 3, Speck to the Futures. Heiße Singles in deiner Umgebung sind doof. Welchen gibt es nicht davon? Nein, ihr solltet den Buzzer drücken, wenn ihr es wisst. Und wenn ihr es nicht wisst, läuft die Zeit ab. Sekunde. Ha. Ah. Team 3 hat gezuckt. Sehr schön. Was? Nein. Ich glaube, ihr seid rangekommen. Wer ist denn Team 3? Wer ist denn Team 3? Der Dritte auf der Seite natürlich. Der kommt doch gar nicht ran an den Buzzer. Ihr habt nicht drauf gehauen? Na gut. Dann, okay. Ich sehe schon. Wir machen das eher so, ihr bekommt einfach 3 Worte. Wenn das mit dem Buzzer nicht so gut klappt, dann nehmt ihr welches Wort? Podcast. Podcast. Euer Wort ist? Aschenbecher. Aschenbecher und euer Wort ist? Lenovo. Sehr gut. Es ist auch fantastisch, dass alle Worte so schön lang sind. Das heißt, wenn ihr drankommen wollt, sagt ihr dieses Wort. Ja, und auf jeden Fall gibt's doch gar nicht, habe ich jetzt keine Antwort bekommen. Die richtige Antwort wäre gewesen, Lapskaus, ein Königreich für eine Gurke, gibt es nicht. Speck to the Future gibt es tatsächlich. Damit geht die Frage einfach von links nach rechts weiter. Und damit bei dir, Christopher. Welche Kategorie, mit welcher Punktzahl hättest du gerne als nächstes? Ich nehme
Audiotechnik 500. Audiotechnik für 500. Okay. Nach welchem Tier ist der fällige Windschutz um große Mikrofone benannt? Podcast. Ja. Katze. Die Katze. Katze ist richtig. Pudelhund oder Katze bezeichnet man dafür. Sehr schön. Das gibt 500 Punkte. Team 1. Sehr schön. Weitermachen. Welche Kategorie, welche Punktzahl darf es sein? Podcasterin 200. Podcasterinnen für 200. Welche Podcasterin wurde 2018 für den Grimme Online Award nominiert und produziert unter anderem den Podcast Die Anachronistin und... Podcast. Nora Hespers. Nora Hespers ist richtig und damit zieht Team 1 mit 700 Punkten voran. Fantastisch. Deine Wahl. Dies und das 800. Dies und das für 800. Okay. Wer hält den Rekord für den am längsten laufenden wöchentlichen Podcast laut dem Guinness Book World of Records? 5, 4, 3, 2, 1. Zack, fällt eine Bierflasche um auf der Bühne. Fantastisch. Und das Schöne ist, tatsächlich ist eure Antwort völlig richtig, denn auf diese Sache kann man sich derzeit bewerben und es gibt noch keinen Bewerber. Also wenn ihr einen Podcast da draußen habt, der nur eine Woche läuft, könnt ihr ihn theoretisch einreichen. Okay, geht's weiter im Uhrzeigersinn, beziehungsweise wieder von links nach rechts, sind wir bei Team 3. Remix 200? Gerne. Okay. Remix Nummer 2, also ganz kurz zur Kategorie. Ihr hört jetzt den einen oder anderen mehr oder minder gelungenen Remix von unseren Praktikanten von anderen Podcasts. Und wenn ihr den erratet, sagt ihr natürlich wieder laut euer Wort und könnt ihn erraten. Also, Einspieler Nummer 2 bitte ab. Was? Podcast. Ja. Das ist die Freakshow. Das ist es richtig? Hören wir mal die Auflösung an von der Nummer 2. Genau, das ist die Freakshow. Rückwärts abgespielt. Sehr schön. Ich habe die Musik noch nicht auf dem Kopf. 200 gibt es also für Christopher. Fantastisch. Nein, 200 waren es, nicht wahr? 200. Ja, wunderbar. Glaube ich 1000. Okay, deine nächste Wahl. Ich sehe leider noch nicht, was weg ist, aber ich rate einfach mal Podcasterin 800. Podcasterinnen 800. Welche Podcasterin ist federführend für viele Podcasts der Zeit? Leitet das Label Pool Artists? Podcast Maria Lorenz. Und leidet unter der Lindenstraße. Die Antwort ist Maria Lorenz, völlig richtig. Team 1 jetzt mit saftigen 1700 Punkten. Puh, okay. Ja, es war auch ja, ihr könnt auch gerne mal durchwechseln. Ja, mal vielleicht kommt das mal ganz gut. Fantastisch. Ich glaube, gegen dich haben wir auch nicht. Werden sehen. Wir werden sehen. Okay, trotzdem Team 1, eure Wahl. Was darf es als nächstes sein? Ich nehme mal eine von den leichteren Kategorien. Vielleicht mal... Remix 100. Remix für 100. Den Einspieler bitte. 1. Podcast. Okay. Methodisch inkorrekt. Es ist methodisch inkorrekt. Wir hören die Auflösung von 1 an. Ja, es ist methodisch inkorrekt. Natürlich nur wenig verändert. Wieder 100 Punkte für Team 1. Sehr schön. Und erneut dürft ihr auswählen. Team 1, was darf es als nächstes sein? Kann ich mal sehen bei dir, was noch so da ist? Ja, tatsächlich gibt es hier gerade keine Lösungen zu sehen. Von daher, noch ist es möglich. Hier kannst du Dinge sehen. Da nehme ich mal dies und das für 200. Dies und das für 200. Okay. Ich hätte gerne, oder wisst ihr denn, was ein... Die Antwort müsst ihr dann geben. Was ist ein Ockcast? Ein Ockcast.
De novo? OGG, ja. Da gab es eine Antwort. Ein Podcast im OGG-Format? Da kam die Antwort, ein Podcast im OGG-Format. Das ist völlig richtig. Ein Podcast, der Vorbis Audio Codec und OGG-Container ausliefert. Und wer sowas sich merkt, Wikipedia. Team, Sekunde, du bist bei Team 3, nicht wahr? Ja, ja, nicht, dass ich es falsch zuordne. Korrekt. Ah, sehr gut. Ja. Das waren jetzt 200 Punkte für Team 3. Wunderbar. Team 3, was darf es als nächstes sein? Audiotechnik für 100. Okay. Wie heißt die populäre, einsteigerfreundliche Audio-Software, die für alle drei Podcast. Ultraschall. Alle drei großen Betriebssystemen Open Source verfügbar ist. Das ist nicht Ultraschall und damit gibt es für euch leider 100 Punkte Abzug. Nee, tatsächlich sozusagen, es gibt die 100 Punkte, aber die Ehrenrettung. Was wäre es bei euch? Es wäre Audacity gewesen, korrekt. Ja, okay. Okay. Dafür dürft ihr zumindest die nächste Kategorie aussuchen. Ja. Audiotechnik für 500. Ah, Sekunde, die haben wir schon. Die haben wir schon, Sekunde. Für 200 gibt es aber noch, ja. Okay, Audiotechnik für 200. Welchen Trick muss man anwenden, um das Einsteiger-Headset Super Luxheim C660X... Podcast. Aschenbecher. Ja, okay, Podcast war tatsächlich zuerst. Was ist die eure Antwort? Man muss einen Vorwiderstand... Widerstände genau, einlöten, sagt ihr? Man muss ein Erdungskabel dran... Erdungskabel. Okay. Tatsächlich, die Antwort wäre unter bzw. nicht bei 48 Volt betreiben, auch okay. Widerstände einlöten, auch okay. Die Spannungsversorgung ändern, von daher wieder 200 Punkte für Team 1. Mach einfach so und ich schreie Aschenbecher. Eine gute Taktik. Ja, weil ich höre es nicht so, ja. Okay. Elf. Okay. Oh, Ashtray. Team 1, eure Wahl. Machen wir was Schweres. Was Schweres? Sind alle Tausender noch da? Nee, ne? Na, gibt's doch gar nicht für Tausend ist weg, aber der Rest ist noch da. Okay, dann nehme ich jetzt mal Remix für 1000. Ich will nur mal wissen, was ihr da gebastelt für 1000. Das wäre dann der Einspieler Nummer 5, bitte. Ich bin gespannt, ob ihr das erkennt, was da irgendwo vielleicht mit drin vorhanden ist. Muss das komplett drin? Nein? Es ist ein Bestandteil vom Intro in diesem Remix irgendwo drin vorhanden. Lenovo? Ja. Einschlafen-Podcast. Holy shit, ist es der Einschlafen-Podcast? Bitte die 5 abspielen. Ja, es ist der Einschlafen-Podcast und das sind 1000 Punkte für Team 3. Wow. Wow. Okay, Team 3, die nächste Kategorie. Remix für 800, also Einspieler Nummer 1, 2, 3, 4, bitte ab. Okay. Ich gebe euch eine zweite Chance. Spiel die Auflösung ab. Wer da zuerst drauf kommt, gewinnt genauso die Punkte. Podcast. Ja. Es ist der Weisheit. Es ist der Weisheit. Ah. Völlig richtig. Der Weisheit. Es sind 800 Punkte für Team 1. Und ihr dürft wieder wählen. Ich muss nochmal das Panel sehen, bitte. Sekunde mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich sehe gerade, wir haben die Hälfte rum. Damit verdopple ich die Punktzahl der noch verbleibenden Kategorien.
Das heißt, wir können auch ruhig nochmal aufholen. Jetzt haben wir nämlich plötzlich 2000 Kategorien vorhanden. Ja, und jetzt kannst du dir aussuchen, welches Element du als nächstes möchtest. Okay, ich nehme mal Audiotechnik für 2000. Jetzt. Audiotechnik für 2000. Oh, shit. Alright. Jetzt bin ich gespannt, was hier dabei ist. Wer kann die Routingsmatrix richtig bedienen? Nein, Quatsch. Für was steht die Bezeichnung LUFS? Ich höre oben so Schmerzensstöhne von ganz vielen Podcastenden. Ich traue mich nicht. Also die ersten zwei würde ich noch zusammenbekommen. Fünf, aber vier, drei, zwei, eins. Die Antwort wäre gewesen, weiß es jemand im Publikum? Unser Tontechniker weiß es. Kann er sich einsprechen? Er versucht's. Irgendwas mit Loudness Units. Achso, er muss hier drücken. Ja, Loudness Units Full Scale? Loudness wow. Units Relative to Full Scale, LUFS. Und ist immer viel bekannt für, ja, auf diese Lautstärke möchte man seinen Podcast bringen, vereinfacht gesagt. Mhm. Okay, wir gehen wieder von links nach rechts und damit wieder zu Team 3. Ja, dann zeig doch nochmal den Laptop. Gerne. Ja, genau, machen wir doch. Gibt's doch gar nicht 1600. Gibt's doch gar nicht für 1600. Okay, wir haben eine Sache, die wir noch nicht hatten. Wir haben nämlich eine Schätzfrage. Ihr habt auf dem Tisch drei so schöne Täfelchen mit einem Stift stehen. Und da hätte ich gerne von euch, ihr dürft euch auch gerne im Team beraten, für welche Summe, schätzt ihr, kaufte Spotify den US-Produzenten Gimlet Media 2019? Ich verlasse mich da jetzt natürlich auf offizielle Medienberichte. Und auf die muss ich jetzt natürlich auch checken. Ich lasse euch ein paar Sekunden Zeit, um euch zu beraten und aufzuschreiben. Ich denke weniger. Ich lese die Frage noch einmal vor. Für welche Summe auf die Spotify den US-Podcast-Produzenten Gimlet Media im Jahr 2019? Ja, Gimlet, ja. All right, hold up. Welches Team am nächsten dran ist, bekommt die Punkte. Hier kann man jetzt keine verlieren. Nein, einfach nur, wer näher dran ist. Okay. Ich glaube, wir sind zu. Ja, whatever. Okay. Ja, wir sind zu. 5, 4, 3, 2, 1. Zeigt mir eure Kärtchen bitte. Und dann hätte ich gerne von Team 1, 2 und 3 nacheinander vorgelesen, wie viele es sind bei Ihnen. 50 Millionen. Team US-Dollar. 1 tippt 50 Millionen. Team 2? Oh, 1,2 Milliarden. 1,2 Milliarden? Okay, ein kleiner Unterschied. Irgendwo dazwischen sind wir vielleicht. Und Team 3? 420 Milliarden. Oh, 420 Millionen. Millionen oder Milliarden? Millionen. Da steht Millionen. Millionen. Okay, also, 420. Die korrekte Antwort waren laut offiziellen Medienberichten 230 Millionen US-Dollar. Und damit geht die Punkte zu Team 3. Fantastisch. Sekunde. Sorry? 50 ist näher dran. Holy shit. Entschuldigung, bitte. Natürlich zu Team 1. Ah, ich senke mein Haupt in Demut. Entschuldigung. Ich habe auch nur geraten. Also, ja. Zwei! Was? Es waren 1600. Was? Ja. Es waren 250 Millionen. Bitte, es waren 1600. Es waren 230 Millionen US-Dollar. Okay, eure nächste Wahl. Was darf sein für eine Kategorie? Von jeder haben wir noch was. Sucht ihr mal aus. Der Remix für 1000 wurde gewünscht und das ist unser Remix Nummer 3. Warte, ich wage es. Podcast. Ja.
Ist das die kanakische Welle? Nein, es ist nicht die kanakische Welle. Und damit muss ich leider 1000 abziehen. Und bitte spiel das Original ein. What? Was? Das war jetzt fies. Betrug. Ach, sind sie nicht rückwärts, oder was? Nö, das Nö. War mit reingemischt. Das kann ja nicht zu leicht sein. Man könnte ja nicht irgendwie einen Podcast nehmen, der hier sogar schon mal produziert wurde. Das wäre viel zu einfach. Okay, außer Remix gibt's noch alle Kategorien. Und weil es wieder von links nach rechts geht und ihr zuletzt beantwortet habt, fällt wieder Team 3 die Option zugute auszuwählen. Oh. 200, 1000 oder 2000. Was darf sein? 200. Podcasterinnen für 200. Welche Podcasterin bespricht in jeder Episode nicht den ganzen Film, sondern jeweils nur 5 Minuten Podcast. Von Harry... Aschenbecher. 5 Minuten Matratze. Nein, er hat doch zuerst gesagt. Okay, was sagt ihr? Oder was eine Minute Matrix. Okay, ich gebe euch den Punkt, ziehe euch aber auch keinen ab. Die Antwort wäre gewesen Cold Mirror, denn das Wort, das ich jetzt noch gefehlt habe, wäre Harry Potter. Ja. Und damit 200 Punkte für Team 1. Okay. Team 1, ihr dürft wieder wählen. Egal. Brombi, seh du mal. Wir haben noch Podcasterinnen, Audiotechnik, dies und das. Und gibt's doch gar nicht. Audiotechnik für 1600. Wie lautet die korrekte Bezeichnung für MP3? Lenovo? Podcast? Das Lenovo kam am schnellsten. Moving Pictures Expert Group Audio Layer 3. Sehr gut, sehr gut. Wow, wie hast du die Pistole geschossen? Applaus. 1600 Punkte für Team 3. Nerd. Team 3, eure Wahl. Wir haben noch, gibt's doch gar nicht, dies und das und Podcasterinnen. Genau das hätte ich auch. Dies und das für 200 oder für 2000? Oh. 200. 200? Dies und das für 200. Aus diesen zwei Worten setzt sich das Kofferwort Podcast zusammen. Aschenbecher, Podcast. Aschenbecher, Aschenbecher. Der Aschenbecher kam am schnellsten. Broadcast. Okay. Broadcast und der Pod hier von Apple. Das Podding. iPod. iPod und Broadcast. Der Captain sagt? Broadcast. Und iPod. iPod und Broadcast ist natürlich völlig richtig. 200 Punkte für Team 2. 200 Punkte für die 2. Sehr schön. Team 2. Welche Kategorie darf es für euch sein? Noch Podcasterinnen, dies und das und gibt's doch gar nicht. Dies und das für 2000. Dies und das für 2000. Und wir haben wieder eine Schätzfrage. Okay. Jetzt wird's sehr genau. Wie oft wurde der Podcast The Adam Carolla Show zwischen März 2009 und März 2011 heruntergeladen? Oh, shit. Nochmal. Wie oft wurde der Podcast The Adam Carolla Show zwischen März 2009 und März 2011 heruntergeladen? Auch hier wieder, wer näher dran liegt, der gewinnt. Und es geht um ganze 2000 Punkte. Vielleicht ein bisschen Overshot. Okay. Wie viel kann der Kandidat heute gewinnen? 2 Millionen Euro oder 2 Melonen? 2, 1. Und fangen wir wieder hier vorne an. Team 1, was sagt ihr? Wir haben 2,5 Millionen. 2,5 Millionen? Team 2? 30 Millionen. 30 Millionen. Und Team 3, was sagt ihr? 42 Millionen. 42 Millionen. Und es sind 59 Millionen. 574.843. Und es steht damit im Guinness-Buch der Rekorde. Was ist das denn bitte für ein Podcast? Das heißt 2000 Punkte für Team 3. Und damit zieht Team 3 mit 4.800 Punkten vor Team 1 mit 4.000 Punkten vor Team 2 mit 200 Punkten. Team 3,
Wir haben noch Podcasterinnen und gibt's doch gar nicht. Was darf es sein? Ihr könnt doch auch einfach das Mut sagen. Podcasterinnen? Für 1.000 oder für 2.000? 1.000? Wenn ihr, also sobald ihr das Codewort sagt, ist alles gut. Ja, naja, ich muss ihn hören, von daher wäre es gut, wenn es der Kapitän macht, im Zweifel. Podcasterin 1.000. Podcasterinnen für 1.000. Welche Podcasterin ist Gründerin des Podcast-Labels Haus 1? Lenovo. Podcast. Lenovo kam einen Hauch schneller. Du bist geschlafen. Eure Antwort, Team 3? Katja. Nochmal bitte. Kada. Ja, Rönnicke und Kada ist völlig richtig. 1.000 Punkte daher an Team 3. Vielen Dank. Und ihr dürft weitermachen. Wir haben noch Podcasterinnen und gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht für ein bisschen Abwechslung. Jo. Gibt's doch gar nicht. 200, 400 oder 1.000? 400. 400. Gibt's doch gar nicht. Und wir haben wieder eine Schätzfrage. Ja, gibt's doch gar nicht. Wie viele Ergebnisse liefert denn so Google, wenn ich einfach mal Podcast eingebe? Stand Mai 2019. Also nochmal, wie viele Ergebnisse liefert Google bei der Suche nach Podcast? Viel zu wenig. Stand 2019. Was meinst du? Höchst unwissenschaftlich erhoben durch eine Google-Eingabe. Aber was schätzt ihr? Okay. Ja. Aber dass man es auch erkennen kann. Das ist keine gerade Zahl. Keine Smartphones zücken bitte auf der Bühne. Im Publikum ist erlaubt. Ich glaube, es ist ordentlich. Bestimmt. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und eure Ergebnisse bitte. Team 1. 8 Milliarden. 8 Milliarden. Team 2. 5,7 Millionen. 5,7 Millionen. Da ist ein bisschen Luft dazwischen. Und ja. Team 3. 6 Milliarden. 6 Milliarden. Die Antwort ist 1,03 Milliarden. Yeah! Und damit gewinnt wer niedrig pokert. Es gibt 1.000 Punkte für Team 2. Das wurde am Tag in der Welt. Ich vote für eine logarithmische Skala. Team 2, was darf es für euch sein? Wir haben noch Podcasterinnen für 2.000. Gibt es doch gar nicht mit 200 und 400. Gibt es doch gar nicht für 400. Für 400. Und wieder eine Schätzfrage. Was? Sekunde. Ich habe mich vertan. 3. Gibt's doch gar nicht. Welche der folgenden Podcasts gibt es nicht? Auch hier wieder 3 Antwortmöglichkeiten. Eine davon gibt es nicht. A. Die Kack- und Sachgeschichten. B. Das stille Pöttchen. Oder die Show auf dem Klo. Podcast. Welche gibt es nicht? Musst du sagen. Pöttchen. Also die mittlere Antwort. Die mittlere Antwort, das stille Pöttchen, das ist richtig. Damit gibt es 400 Punkte für Team 1. Und wir haben ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ist noch viel offen. Wir haben noch 4.400 Punkte für Team 1. 5.800 Punkte für Team 3. Und 1.200 Punkte für Team 2. What? Und damit, welche vorletzte Frage möchtet ihr haben? Gibt's doch gar nicht. Oder Podcasterinnen? Ich nehme die Podcasterinnen. Die Podcasterin für 2.000. Oh, das sind viele Punkte. Welche Podcasterinnen reden in Rise and Shine über ihr Leben als eine der Kinder in... Jetzt bin ich gespannt. Okay. Mintu, habe ich gehört. Und Vanessa? Ja. Bekomme ich noch einen Nachnamen? Bei Mintu fällt ja auch noch der Nachname. Tran. Mintu Tran. Ja. Vanessa. Ich hätte gehofft, dass ich... Vanessa Wu. Oh, stark. Mintu dran und Vanessa Wu, völlig richtig. Und damit 2.000 Punkte für Team 1. Und zu guter Letzt eine Multiple-Choice-Frage. Welche der folgenden Podcasts gibt es nicht? A. Der Mond ist aufgegangen. B. Die Sonne über Altona. Oder C. Die Sternengeschichten. Lenovo?
Lenovo kam als nächstes. Hätte ich auch geraten, aber ja. Der Mond ist aufgegangen. Tatsächlich gibt es noch nicht, ist noch frei zur Verfügung. Damit 200 Punkte für Team 3. Und damit haben wir einen Finalstand. Geniale Platz Nummer 3, die sich so weit durchgekämpft haben. Bitte einen Riesenapplaus für 1500 Punkte für Team 2. Fantastisch bis zur letzten Frage gekämpft. Mit 6000 Punkten eine enorme Leistung gebracht. Meine Damen und Herren, Team 3. Und ganz knapp, aber verdient gewonnen mit 6400 Punkten und damit den Titel der Podcast-Meister des Podstocks 2019 nach Hause nehmen. Team 1! Yay! Und jetzt interessiert natürlich alle, was war euer Geheimnis? Christopher hört wahnsinnig viele Podcasts. Der wurde bezahlt, um viele Podcasts zu hören. Sehr schön. Liebe Zuschauenden zu Hause an den Geräten, liebe Menschen hier, vielleicht du, der du gerade jetzt Auto fährst, diesen Podcast hörst, bitte jetzt zweimal hupen und vielen Dank fürs Zuhören. Und was nehmen wir mit als Lektion? Immer viel Podcasts hören. Vielen Dank, einen schönen Abend. Tschüss!